Happy and you know it, clap your hands. Welcome, Freunde, zu diesem wundervollen, schönen neuen Vlog. Und dieser Vlog beginnt, sind wir schon da? Wo bist du denn das? 14, das hier ist 8. Das hier, Century 21, da können wir parken. Oh nein, oh nein, oh nein, jetzt sind wir da schon, jetzt stehen wir hier. Wer steht da schon? Ja, der Immobilienmakler. Ist der das? Was geht ab jetzt? Wir werden jetzt mit unserer Hand, hast du geübt? Ich habe auf jeden Fall meine Unterschrift geübt. Wir beide werden jetzt eine Unterschrift unter einen Mietvertrag setzen. Unter den Mietvertrag unserer ersten gemeinsamen Wohnung. Die wird sich gewaschen haben. Hä? Die Unterschrift. Sagt man das nicht so? Nee, das ist nicht gut, weil dann ist sie vielleicht weg. Die ist unabwaschbar. Das wird die Unterschrift, Mann. Das wird eigentlich eine Überschrift. Von unserem neuen Kapitel. Genau. Wow, das ist jetzt sehr, ich wollte schon historisch krass sagen. Du musst die abwaschen, Mann. Wir sind nicht so die Typen, die aufgeben, aber unsere Wohnungen geben wir jetzt auf und fangen eine gemeinsame an. Ne? Es wird absolut crazy. Wir waren gerade nochmal in der Wohnung. Jetzt hat sie, also die Mieterin, die gerade da drin ist, hat nochmal viel mehr Sachen rausgenommen. Jetzt hat man noch mehr gesehen, wie groß es ist. Und es wird immer größer und es ist immer noch voll viel von ihr drin. Also wir werden so viel Platz haben. Ich glaube, dir war gar nicht bewusst, dass wir so viel Platz haben. Ne? Du hast eben gerade nochmal reingeguckt, so wow, voll viel Platz. Ja. Und du meintest, wir können diese Abstellkammer, ihr werdet das noch sehen, glaube ich. Ja, dachte ich, wir kriegen da nur eine kleine Waschmaschine rein. Ich glaube, wir passen so vier. Wir können so ein Dings, Waschsalon aufmachen. Cool, oder mit versteckter Bar. Oh mein Gott. So ein Secret Room. Ich glaube, das wird ein richtig krasses Projekt. Das wird geil. Ich muss so viel arbeiten. Scheiße, Digga. Wir müssen auf jeden Fall renovieren. Erstmal müssen wir jetzt die Unterschrift unter den Mietvertrag setzen. Und dann haben wir einfach eine gemeinsame Wohnung. Das ist verrückt. Crazy. Bist du bereit? Wir unterschreiben mit Möllrolli. Unsere Nachnamen gemixt. Jetzt müsst ihr raten, was unsere Nachnamen einzeln sind. Hast du Bock? Ich hab Bock, komm her. Machen wir es jetzt? Ja. Nein, wir sind zu früh. 5 Minuten zu früh. Wir chillen noch ein bisschen. Wir gehen da jetzt rein. Und wir unterschreiben das jetzt. Ja. Und jumpen in ein neues Kapitel. Ich glaube, das wird krass. Das wird so viel Arbeit. Du weißt noch nicht? Ich glaube, du weißt noch nicht. Ich habe mir diese Küche angeguckt, die hat geschrien, Arbeit! Ich kann gerade nicht ausdrücken, ne, was mir durch den Kopf geht alles. Das wird wirklich krass. Dann lass uns da jetzt reingehen und das unterschreiben. Ich glaube, nochmal richtig hitten wird, dass wenn wir die Wohnungsübergabe und sowas machen. Ja, und unsere Leerräume und so. Boah, das wird heftig. Hast du Bock? Ich habe auch nochmal Bock. Habt ihr Bock? Haben wir Bock? Wir haben Bock. Das wird richtig geil, Mann. Boah, ich bin sehr aufgeregt. Lass da jetzt rein und das machen. Ich kann das nicht. Wir gehen jetzt rein. Okay, wir sind auch pünktlich 15 Uhr, komm. Let's go! Sei nicht aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Alles gut. Das ist ganz normal. Ich will jetzt so gerne. Dann machen wir es mal in trockene Tücher. So sagt man das ja, ne? Hier. In jedes Fall. So. Das ist trocken, let's go. Oh nein, jetzt hab ich verkackt. Jetzt ist es so schön geworden. Jetzt bleibt mir das auch so. Ich wusste gerade nicht, kann nicht mehr koordinieren gerade. Ich hab auch gar nichts. Richtiger Arzt, ey. Cool. It is official, Alter. Nee, jetzt hier mal richtig. Jetzt hier einmal richtig. Den? Mietvertrag, wir haben den jetzt noch nicht bekommen. Wir müssen den jetzt nochmal vom Vermieter, also ja, vom Vermieter, genau, absegnen lassen. Also der muss noch unterschreiben. And now it's official. Krass, ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock jetzt einfach rein direkt. Ein bisschen Zeit haben wir noch und wir sollten eigentlich auch ein paar Sachen vorbereiten, Freunde. Was vorbereiten? Wir müssen jetzt meine Wohnung kündigen, jetzt wo es offiziell ist. Wir brauchen Nachmieter für meine Wohnung. Deine ist schon gekündigt. Aber wir müssen voll viele Sachen auch noch verkaufen. Vielleicht machen wir so einen Ausverkauf bei mir. Auktion. Oh mein Gott, wie witzig. Eine Auktion. Das ist eine geile Idee. Du hast richtig Bock zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und ich hole mir diese Perücke. Alter, krank. Ey, das machen wir. Ich muss an den Tag was erledigen. Nein, du musst da sein. Hä, bist du blöd? Das wird doch voll witzig. Witzig. Hä, das wird voll witzig. Das wird doch witzig. Das wird geil. Und ich bin da, Mann. Und du musst es erledigen, oder? Nein, das wird witzig. Okay, ich meinte eigentlich, wollte ich sagen, ich muss dann bestimmt die Wohnung streichen, die neue. Alter, ja, wir damit müssen. Damit alles auch reibungslos hier läuft. Was? Ich bin in meinem Kopf gerade auf dem Balkon. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Couch. Autsch, Couch. Wir brauchen einen neuen Fernseher, weil einer kommt ins Schlafzimmer. Und ich war zu Expert. Nein. Jetzt ehrlich? Komm. Ehrlich jetzt? Okay. Das macht gar keinen Sinn. Wir planen einfach ganze Wohnung und dann holen wir als allererstes einen Fernseher. Nein, das geht nicht. Ey, wir brauchen auch einen Kühlschrank. Wir müssen erstmal einen Kühlschrank. Nein, Mann, Alter. Guck mal, ich habe nichts mitzureden, Digga. Du hast dich für deinen Kühlschrank schon längst entschieden, Digga. Ja. Du hast dich, als du auf die Welt kamst, so blauer Smack. Nee, nicht blau. Beige.
die ganzen anderen Sachen werden bunt und wir müssen so, es wird so ein Mix aus bisschen erdige Töne, sandige Töne und dann kommen so Pops of Color. Geil. Bei erdigen Tönen bin ich auf jeden Fall dabei. Braun, grün, orange. Ja. Hammer. Sandig, Eierschale, Beige. Wo machen wir diese Beige nicht? Ist aktuell die gehatetste Farbe. Wenn du beige, alles beige hast, ist halt beige so. Aber wenn du ja die Pops of Color hast, wenn du dann verrückte Sachen dazwischen hast, bunte Möbel und so, dann ist ja wiederum geil. Na, los geht der Plan los. Oh, oh, the sun is shining. Mm, the sun is shining so bright. Oh, yeah. Alles gut? Alles gut, bei dir alles gut. Oh, Adi hatte sich eine Verletzung zugezogen, ja. Und jetzt haben ich wir... Ich habe mal alles so im Griff. Kann auch mal eine Blase an der Hand entstehen. The sun is going down und wir werden unseren ersten Akt des Umzugs vollziehen. Was ist der erste Akt in einem Drama? Einleitung. Die Einleitung, genau. Wir holen jetzt Umzugskartons. Das ist das Symbol. Da steht symbolisch dafür, dass es jetzt losgeht. Ich find's voll krass. Ich dachte einfach eine sehr lange Zeit, dass die Umzugskartons einfach Umzugskartons sind, weil irgendwelche Kartons von irgendwelchen Geräten dafür für einen Umzug verwendet werden. Mhm. Ich habe erst sehr spät herausgefunden, dass es einen richtigen Markt dafür gibt und die richtig produziert werden. Ja, die werden richtig produziert. Das ist voll crazy. Und die sind unnormal teuer. Weißt du, wie viel so ein Umzugskarton jetzt bei OW kosten würde? Ganz ehrlich, wir können, nee, weiß ich nicht, 35 Euro ein Karton? Nein. Wie viel teuer? Übertreib doch nicht. Ja, keine Ahnung, Digga. Einer kostet einfach so 6 Euro oder so. Reingecheased. Und wir brauchen irgendwie 20 oder so. Jetzt rechne dir das mal aus. Einmal 20 sind 20. Zweimal 20 sind 40. 2 Stunden später. Also 120 Euro für Umzugskartons. Also haben wir irgendwie komplett zu viel Geld übrig? Sicherlich nicht. Nein, wir holen die jetzt ab. Aber wir hätten noch zu Penny gehen können und da Dings holen können. Was? So Bananenkartons. Ja, aber die kosten auch was. Die kriegt man doch umsonst bei Penny. Ja, wenn du Bananen kaufst. Nein, wenn man... Die wenn Bananen die, nein, du gehst einfach hin und sagst, ey, wo sind eure Bananenkartons, die nicht mehr gebraucht werden? Hä, wirklich? Ja, dann lass uns das machen. Wollen wir das machen? Jetzt habe ich das schon... Habe ich bei eBay Kleinanzeigen so eine angeschrieben und die verkauft 24 Umzugskartons. Und sie meinte für 1 Euro. Und ich habe jetzt runtergehandelt auf 21 Euro. Ehrlich? Ja, also 3 Euro haben wir nochmal gespart. Also unter 1 Euro pro... Genau. Karton. Und wir können die ja dann auch wieder weiterverkaufen. Also wir leihen die quasi. Für so 3 Euro pro Stück. Genau. Und dann können wir jetzt schon mal anfangen zu packen. Ich glaube, du brauchst das Pflaster, Baby. Warum? Weil du hast alles fest im Griff. Ey, das ist so süß, oder? Ist Hello Kitty. Hey, das ist stabil gehandelt. Ganz ehrlich, ich wollte dich schon anmeckern und sagen, Bibi, konntest du nicht auf 20 Euro handeln? Was ist 21 Euro für eine krumme Summe? Weil ich habe nur 20 Euro mit. Hä, ehrlich? Das wird die Masche jetzt. Ja, das ist cool. Ich glaube jetzt fest daran, dass ich nur 20 Euro dabei habe. Ich hoffe, die sind gut. Ich hoffe, die sind in einem soliden Zustand, damit wir da alles reintun können. Es ist voll krass, wenn man einfach so in eine Wohnung einzieht, dann hat man ja nur seine Sachen. Aber wenn man einen Haushalt zusammenführt, dann hat man einfach 2 Haushälte, die man erstmal leer machen muss. Das ist viel mehr Arbeit, muss ich sagen. Also bei dir ist es auf jeden Fall viel Arbeit. Du hast so alle Sachen, die es auf der Welt gibt, die mal erfunden wurden, hast du. Die habe ich noch nicht alle. Du stehst mit allen Laboren auf der Welt in direkten Kontakt. Sobald da etwas ins Reagenzglas fällt, bekommst du eine Benachrichtigung, dass es bald fertig ist. Was laberst du? Das ist so. Du hast alle Sachen, die Menschen dir produziert hat. Nein, habe ich nicht. Bei mir wird Film. Deswegen fangen wir bei Adi an. Hm? Wenn Kim mal unwitzig ist, ne, fragt sie mich, wo, was machst du eigentlich? Weil wir haben keinen Keller in der neuen Wohnung. Und ich dachte, sie macht auf ein Platzproblem aufmerksam, was sie auf jeden Fall hat, weil sie immer alles im Keller packt und wir keinen Keller haben. Aber sie meinte einfach... Ja, aber was machst du denn? Was machst du denn? Wir haben keinen Keller. Baby, Mann. Ja, was machst du denn? Wir haben keinen Keller. Meinst du jetzt wegen dem Platzproblem? Nein, wo lachst du? Das macht sie auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja, ich bin einfach wieder drauf reingekommen. Wo lachst du, wenn du nicht in den Keller dafür gehst? Das meine ich. Das meine ich, Digga. Wo ist dieser Punkt, wo du ohnmächtig wirst? Aber mach mal weiter, such den mal weiter. Das hat sich gut getan. Karton, 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 Karton. Der war gut, ne? Der Kartonsong. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal die Kartons abholen. Und dann werden meine Klamotten in die Kartons gepackt. Dann kommen die Kartons erstmal zu Kim. Dann bleiben die erstmal in deiner Wohnung. Weil deine Wohnung hast du vergessen zu kündigen. Ich habe die nicht vergessen zu kündigen. Ich habe es gar nicht vergessen. Wir müssen es jetzt... Vergessen. Ja, ich kann das erst morgen abgeben. Ja, wir haben die jetzt noch 3 Monate wahrscheinlich, weil sie mich auch nicht früher laufen lassen will, weil sie mich auch nicht... Also Knebelvertrag! Warum wollen mich Leute nicht aus ihren Verträgen lassen? Wir haben nur 20 Euro bezahlt, aber wir haben auch einen Karton weniger. Aber wir haben 23 Kartons. Also ich schätze, das wird nicht mal reichen, die Kartons. Wobei, wir könnten ja auch eigentlich dann die Kartons nehmen, ausräumen in der Wohnung und dann die Kartons nochmal benutzen, weißt du? Und nicht alles auf einmal halt rübertragen. Aber ob man darauf Bock hat, ist dann die nächste Frage. Wir müssen die Kartons sogar wieder wirklich verkaufen, weil wir haben halt wirklich keinen Keller. Wo soll man so viele Kartons lassen? Also wir haben auf jeden Fall 2 Abstellkammern. Aber da müssen auch andere Kartons schon rein, so von Sachen, so von Elektronikgeräten und so, weißt du? Jetzt kannst du im Karton rappeln, Alter. Das ist ein guter Grundbaustein, bestehend aus Pappe, den man braucht.
Seht ihr diese Entspannung gerade? Wir müssen in 5 Minuten beim Studio sein. Warum? Und das Sofa verkaufen. Wir verkaufen jetzt das 3. Sofa. Wir waren nämlich im Besitz von 3 Sofen. Sofen? Eigentlich Philosophen. Ist das halt, doch, das ist das 3. Sofa, was wir verkaufen. Weil das 2. steht zwar noch bei mir in der Wohnung, aber ist schon verkauft. Ist auch verkauft, ja. Das geben wir morgen mit der Wohnung ab, quasi in andere Hände. Nein! Ich dachte, hier darf man parken, Digga. Aber nur 1 Stunde. Nein. Oh Mann, wir werden irgendwann richtig broke sein. Wie viel kostet das hier? Tatvorwurf, 20, okay. Scheiße, Digga. Also hier gibt's auch 40 Euro. Das senkt natürlich den Schnapp unseres Sofas um 20 Euro. Ja, ehrlich, voll 230 dumm. Euro. Habe ich natürlich vorher einkalkuliert, weil ich habe den Preis auf eBay Kleinanzeigen von 200 auf 250 angehoben. Na gut. Aufgrund der Anzahl der Interessenten. Vielleicht mache ich das jetzt nochmal von 250 auf 270 und verlagere einfach jetzt den Strafzettel auf den Käufer des Sofas. Dann bleibt er quasi drauf sitzen. Wir haben ja quasi 3 Auflösungen. Adis Wohnung, dann einmal meine Wohnung und einmal das Studio, was wir hatten. Da haben wir halt überall Möbel und keins von den Sofa, also wir haben da überall auch ein Sofa drin gehabt und keins von diesen Sofas passt in unsere neue Wohnung. Und deswegen mussten wir alle verkaufen und wir sind auch alle schon losgeworden. Das eine wurde einfach verkauft, währenddessen wir in Thailand waren. Und dann sind wir nach Hause gekommen und es stand einfach kein Sofa mehr bei uns im Ey, ja, es ist auch richtig schlimm. Gar keine Wohnung von uns fühlt sich gerade wohnlich an. Nee. Nein, überhaupt nicht. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall warten. Und ich glaube, wir können auch erst so richtig einziehen, wahrscheinlich Anfang, Mitte Mai. Weil davon müssen wir auf jeden Fall noch renovieren. Also es dauert auf jeden Fall. Es wird jetzt ein Riesenkuddelmuddel. Aber ja, es wird... Es werden auf jeden Fall schon mal Steps gemacht. Wenn das Studio aufgelöst ist und meine Wohnung aufgelöst ist, dann haben wir auf jeden Fall weniger Baustellen. Weil jetzt gerade ist es echt viel. Wir haben 4 Baustellen gerade. Die eine Wohnung, in die wir einziehen. Studio, deine Wohnung, meine Wohnung. Crazy eigentlich. Ja, aber deine und Studio machen wir jetzt schon mal fertig. Schnell. Genau. Kurze Einnahmenübersicht. Wir haben jetzt mit meinem Sofa 300 Euro plus gemacht. Also gut, wir haben dafür ja auch schon mal Geld ausgegeben. Aber was wir jetzt einfach wieder reinbekommen haben. Mit Adis anderem Sofa 150. Dafür haben wir sogar auch 150 bei eBay Kleinanzeigen bezahlt. Also... $150! Yes, we're completely in game. 150 und wir haben 150 auch wieder bekommen. Und für das haben wir 200 bezahlt und wir bekommen 250 dafür. Aber man muss auch echt sagen, ich hab mich drum gekümmert. Das hat echt Liebe gebraucht, das Sofa. Da sind mir 50 Euro in die Ritze gefallen, die habe ich nicht mehr rausbekommen. Denkst du, der will es verarschen? Nee, warum? Der sollte seit 5 Minuten schon da sein. Meinst du, der kommt jetzt nicht und während wir hier warten, werden wir zu Hause ausgeraubt? Oh mein Gott, stell dir vor. Da mache ich mir keine Gedanken. Wieso denn? Wenn jemand jetzt bei uns einbrechen würde, dann würdest du reingehen und der würde denken, scheiße, da war schon jemand. Wie das gerade aussieht. Herr, musst du dann nicht auch direkt mit einem Transporter kommen, damit ihr das Sofa mitnehmen kann im Fall der Fälle? Ja, oder das Rucku-Pack. Das sind 6 Minuten zu spät, Digga. Weißt du, wie oft die 6 Minuten zu spät sind? Immer. 6 Minuten gehören quasi zum guten Ton bei uns. Wenn wir nur 6 Minuten zu spät kommen bei uns, so, Brother, kam nur 6 Minuten zu spät. Ey, wie spät ist es? 17 Uhr, ne? Wir sind so dumm. Wir wollten heute Morgen um 7 anfangen, die Wohnung auszuräumen, damit wir das heute schaffen. Weil morgen ist schon die Übergabe. Kleiner Knirps. Eine kleine Knirpsi. Knirpsi. Sven? Hi! Ja, genau hier, gelbe Tür. Ich hasse das. Was geht ab? Alles gut? Ja, sehr. Ja. Jetzt geht's ab. Das könnte man da auch abnehmen, ne? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist nur so reinge... Okay, it is time to say goodbye. Es ist weg. Es sieht jetzt aus wie eine kleine Bühne. Das war ja auch eigentlich so unser Ding damals. Das haben wir alles hier reingebaut, dass es so eine Erhöhung hat und so. So ein Podest. Ja, Mann, das Sofa ist weg. So langsam baut sich das Studio auch ab. Oh mein Gott, das ist irgendwie alles voll traurig. Aber ja, eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich, meine Damen und Herren. Leute, wir sind krass. Wir haben auch direkt noch die Stühle mit angeboten hier. Jetzt sind die auch direkt weg. Die nehmen die direkt mit, haben einen Gesamtpreis gemacht. Ihr wisst nicht, wie dieses Studio hier vorher aussah, ne? Wow. Wir haben das echt krass gemacht eigentlich. Wir haben die Decke abgehangen, wir haben diese LEDs hier reingebaut und so. Wow. Ist mir echt cozy. Aber wir bauen jetzt auch ein neues Studio in die Wohnung. Da hat Adi so sein Space. Ich habe ja auch so meinen Raum. Ihr werdet das alles noch sehen. Crazy. Crazy. It's a way. Ja. It's a way. Es ist ein kleiner Brief für einen Menschen, aber ein kleiner Mensch für einen Brief. Er fliegt in den Briefkasten meiner Vermieterin. It's officially going on. Das bedeutet, diese geile Wohnung ist jetzt weg, aber dafür kommen wir jetzt in eine geilere Wohnung, weil das unsere ist. Wir haben da so viele Sachen erlebt, das ist heftig eigentlich, ne? Wirklich, Mann. Das war meine erste eigene Wohnung, reicht dann auch jetzt. Ich schieb so rein. Wir verkacken so. Es ist jetzt 18 Uhr. Wir müssen jetzt noch alles machen. Wir müssen deine ganze Wohnung ausräumen. Aber erstmal können wir ja ein bisschen Sushi essen, weil wir haben gerade ein paar Snacks eingekauft. Snack time, wonderful time. Ich fast an meinen eigenen Pony erstickt. Wir sind gerade in Adis Wohnung angekommen. Wir haben hier ganz viel. Das ist ein ganzer Kleiderschrank. Liegt eigentlich hier im Wohnzimmer. Wir haben hier die Kartons. Die werden jetzt eingeräumt hier, die Sachen. Und dann zu mir gebracht. Also heute muss die Wohnung leer gemacht werden, ne? Komplett. Du laberst. Doch, ich laber nicht. Heute muss die Wohnung leer gemacht werden. Morgen bin ich nicht da, Sonntag bin ich nicht da. Morgen bist du noch da. Morgen bin ich nicht da. Morgen bist du noch ein bisschen. Morgen bin ich weg. Morgen wird die Wohnung abgegeben. Morgen ist Übergabe. Es ist 7:30. Guck mal, wie es hier aussieht. Hier ist noch alles drin, überall. Let's go. Guck mal, wie du schon loslegst und ich acker hier immer noch für die Sojasauce.
Was machen Sie da jetzt? Räumen Sie schon mal um? Ja, ich räume schon mal um, nämlich. Meine Jogginghose, die brauche ich morgen für meinen Tanzworkshop. Hammer, danke. Boah, das wird so geil, dass unsere Kleiderschränke auch zusammengeführt werden, weil wir teilen nicht nur unser Essen, wir teilen auch unsere Kleidung. Wir teilen alles, Baby. Wir teilen unser Leben miteinander. Das ist Musik in meinen Ohren. No matter what you all I think about is you. Hey, even when I'm with my mood, yeah, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my mood, but you know I'm crazy over you. Guck mal, nee, jetzt hast du den Nachbarn. Guck mal jetzt. West Coast Anarchy. Schickmann. Du hast jetzt den Nachbarn getriggert, unseren Techno-Nachbar. Weil sobald der hier nicht, der so ein Sensor oder so, sobald hier ein bisschen lauter, so über so 6 Dezibel geht, der ist so, die sind laut. Ich bin lauter! Da macht der Techno an. Warte ab gleich. Haben wir hier eigentlich mal eine Roomtour von deiner Wohnung gemacht? Hier ist ein Wohnzimmer. Man erkennt nicht so viel, aber die hat auf jeden Fall hier eine graue Wand gestrichen. Warum redest du so abfällig? Ich habe eine graue Wand gestrichen, Mann. Ja, die sieht gut aus. Ich habe die Wand grau gestrichen. So, ich hab mich eine graue Wand. Er hat weißen Rand darum gestrichen. Ja, das war das Wohnzimmer. Was hatest du eigentlich? Weißt du, was die schlimmste Erfahrung für mich in dieser Wohnung war? Zwei Sachen. Erste Sache, der Kampf mit dem Techno-Nachbarn. Ich merke gerade, dass die zwei Sachen miteinander zusammenhängen. Das ist die eine Sache mit dem Nachbarn und dann, dass die Lampe einmal kaputt gegangen ist. Wie ist das Ding? Das hing so mit diesen Kugeln von der Lampe auf den Glastisch gefallen und da waren überall Splitter. Und ich habe mich gefragt, warum und so. Es fällt mir auf, das war safe, ne, wegen dem Nachbarn. Weil die Decke so vibriert hat, wegen dem Nachbarn. Ja, weil der Party da oben gemacht hat. Oh mein Gott. Safe. Boah, hier hört man es so laut, ne? Es ist krass hier. Mach mal lauter! Der hört meistens das. Was geht ab? Alles gut? Ja. Hey, kannst du hier ein bisschen lauter machen? Echt? Mach mal ein bisschen lauter, weil ich will wirklich wieder anziehen. Mach einfach nicht lauter in die Hütte. Geh mal hin, ne? Zeig mal, was drauf hat. Leute, hört euch das mal an, wenn man die Tür zumacht. Es ist so laut. Oh mein Gott, ich komme gar nicht klar. Es ist so laut. Wisst ihr, wie oft hier schon Dezibel gemessen habe? Ich komme nicht klar, wie witzig. Mach's gut. Guck mal bitte, wie laut. Der dreht noch richtig auf. Also ich kann die Wände runterkommen lassen. Das ist echt witzig. Ist also warum siehst du aus? Hast du mit irgendeinem Problem? Also sag mir Bescheid, Alter. Sag mir Bescheid, Alter. Ruf mal den da auch. Den lassen sie besser in Ruhe. Der ist anders, Digga. Guck mal, das ist jetzt beschriftet. Ist das deine nicht? Ist ein bisschen verschönert. 3 Packen minus 2 Packen. Gleich, let's go, get it. Oh mein Gott. Also, das wird niemals reichen. Ey, wir haben schon so viele Kartons gepackt. Ich weiß nicht, wie Adi das geplant hat, dass wir das heute schaffen. Also, es ist jetzt 21:30 Uhr. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Also, die ganz... Das. Wir haben eigentlich nur so ein kleines Auto. Ich weiß nicht, wie wir das alles machen sollen. Es wird einfach nicht weniger gefühlt, ne? Ich versuche jetzt die Kissen. Ach, Kissen, Alter. Ne? Nicht dieses Kissen, dass das an unserer Wohnung ist. Wie mache ich das? Denkt, soll ich das jetzt verschwinden lassen? Einfach jetzt der beste Zeitpunkt. Wie läuft's? Das Ding ist nicht eingeklappt. Scheiße. Ja, drunter und drüber. Also ich war gerade... Du warst 40 Minuten weg, ne? Ja, was hast du in der Zeit gemacht? Was hast du in der Zeit gemacht? Also ich habe mir das extra alles gemerkt wie bei Make and Break und hier ist nichts als unverändert. Du hast nicht eine Kiste gepackt. Was hast du gemacht? Ich habe Sachen geklärt. Und zwar habe ich geklärt, dass wir das heute alles gar nicht rausmachen müssen, auch wenn wir dir morgen die Wohnung abgeben. Weil der Nachmieter zieht erst relativ spät rein. Auch wenn er das morgen annimmt, können wir aber die Sachen hier noch drin lassen und dann, wenn wir halt... Du musst die ganze Zeit klopfen! Für die herein! Wir können die Sachen dann halt später abholen auch. Ey, das hast du die letzten 40 Minuten gemacht, ne? Deswegen, Kai, bist du so trainiert da drin. Ich saß hier und hab mich viel lang geguckt. Also müssen wir nicht heute alles machen? Nee. Okay, aber wir haben ja jetzt schon voll viel eingepackt. Also ich habe jetzt extra Säcke geholt gerade und Küchentücher, damit wir die Sachen einpacken können in der Küche. Säcke. Küche machen wir jetzt. Säcke. Mach jetzt noch. Riecht das frisch. Kannst du an mir mal schnuppern? Hallo, hallo! Du hast da Chlorophyll dran gemacht. Chlorophyll mir mal ein Glas mit Wasser auf. Du bringst jetzt schon mal das Auto her und deine Pakete weg, ne? Es ist komplett dunkel schon. Willst du diesen Umzug einfach mit diesem Mercedes machen? Ich war mit dem Sommer für Sommer nach Kosovo gefahren mit diesem Auto, da passt hab und gut rein. Wir werden mindestens 35 Mal fahren müssen. Scheiße, das ist jetzt schon todesanstrengend. Und das ist die erste Kiste, die wir nur in meine Wohnung tun. Die wir dann wieder in die neue Wohnung räumen. We're gonna just die. Okay. Bombolero!
Boah. Na? Na? Das sind die Hälfte, ne? Gerne Arsch. Wir haben das alles hier hochgetragen, um das dann wieder runterzutragen und dann wieder hoch. Ey, das ist das Allerschlimmste, ne? Du hast hier nur 4 Stufen bis in deine Wohnung. Bei mir sind es so 6. Boah, und in der Neue wir müssen da richtig hoch. 46. Wollen wir Aufruf starten? Willst du uns helfen, die Sachen von unten nach oben zu transportieren, meld du dich bei uns und wir melden uns bei dir. Gegebenenfalls hast du noch Rückfragen an uns, dann müssen wir gegebenenfalls mit dritten Personen noch was klären. Aber dann könnten wir unsere Möbel von unten nach oben klären. Ah, die war voll gut. Das ist heftig, ne? Das war krass. Ich habe jetzt die schlimmste in Sachen einfach immer so nachsprechen. So, ich hoffe, du probierst. Oh nein, jetzt geht's wieder los. Bitte hör doch auf. Was? Guck mal, bitte, wie geht's? Ah! Guck mal, das ist doch, man denkt, das einstudiert. Guck mal, bitte, wie kann man. Ey, Bibi, die Pizza verbrennt gleich. Die Pizza verbrennt. Wir haben eine offene Küche, ne? Ja. Haben wir jetzt hier auch, aber viel geiler. Das ist krass. Wir haben so eine geile Küche. Oh mein Gott, ich komme hier noch. Bitte kannst du die Pizza holen. Aber ich kann da nicht chillen in deinem Wohnzimmer. Weil dein Mann gehört nicht in die Küche. Oh Mann, laber keine Scheiße mit der Pizza jetzt. Was? Achso, ich. Au! Oh Mann, nicht die Zitrone! Also morgen machst du dann den Rest von der Wohnung noch ready, ne? Ja. Und dann geht's ab, dann bekommen wir hoffentlich bald den Schlüssel. Das seht ihr natürlich im nächsten Vlog. Wir essen jetzt auf jeden Fall diese Pizza, weil wir haben uns diese Stärkung auf jeden Fall verdient jetzt. Du hast ja das verdient. Und dann gehen wir pennen, weil morgen um 7 Uhr geht der Hase wieder seinen gewohnten Lauf. Und wenn ihr uns sehen wollt, wie wir den Umzug zubereiten, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann machen wir, glaube ich, die Schlüssel. Dann macht Daumen auf die Glocke. Genau, und likey, dikey on the... Aber not, not.